So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars The Old Republic. Weiter geht's mit unserer Jedi-Gelehrten. So, wir sehen direkt schon, wir haben aktuell bloß noch eine Quest im Log. Ne? Dementsprechend werden wir mal schauen. Wir werden hier allerdings nochmal den zweiten Teil unserer Planetenquest nochmal kriegen. Den werden wir dementsprechend nochmal schnell mit annehmen. Starten wir mal schnell. Ulgos Truppen rücken vor, Lieutenant. Ihr werdet diesen Außenposten halten. Keine Ausreden. Kressenende. Ein Jedi. Ich danke jedem Stern am Himmel. Major Kressen, erstes Organa-Regiment. Ich bin dafür verantwortlich, dieses Gebiet vor dem Thronräuber zu schützen, der sich selbst König Ulgo nennt. Ein bisschen witzig, wie erstaunt immer alle tun, dass ein Jedi hier auftaucht, ne? Ich meine, es ist ein Planet, der, wenn man die Geschichte mal so ein bisschen betrachtet, der Republik nahesteht. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja nicht gerade wenig Jedis, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man auf Alderaan mal einen Jedi antrifft. Ich werde tun, was ich kann, um dem Haus Organa zu helfen. Gut, ich bin dringend auf eure Unterstützung angewiesen. Alle meine Truppen sind damit beschäftigt, Ulgos Armee abzuwehren. Es gibt aber eine wichtige Mission, die unbedingt erledigt werden muss. Ich brauche Freiwillige, die in eine feindliche Festung eindringen und eine Gefangene retten. Irgendwie Déjà-vu, ne? Das haben wir in letzter Zeit relativ häufig gehabt, dass wir Gefangene retten mussten. Klingt gefährlich. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Ich möchte, dass ihr meine Tochter Andra rettet. Entgegen meinem ausdrücklichen Wunsch hat sie das Haus Ulgo als Dienstmädchen infiltriert. Sie glaubt, sie sei so etwas wie eine Heldin, diese unbesonnene kleine Närrin. Naja, mutig ist sie, ne? Wenn sie im Alleingang sich ins, oder in die Basis des Feindes einschleust. Ja, eben, ne? Eigentlich ist sie das. Eure Tochter ist eine sehr tapfere junge Dame. Tapfer? Wohl eher verrückt. Sie hat keine Ausbildung. Deshalb wurde sie gefangen genommen. Vor 2 Tagen hat Andra einen Notruf gesendet. Ulgo hat die Frequenz gestört, bevor sie irgendwelche Informationen übermitteln konnte. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, bis meine Scouts heute einen weiteren Hilferuf erhielten. Es ist ein Signal von Andra. Sie lebt. Naja, wenn sie natürlich keine Ausbildung hatte, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihre Tarnung irgendwann aufgeflogen ist. Ne? Die Macht ist mit ihr. Und jetzt bin auch ich es. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, Jedi. Ich habe schon Andras Mutter und ihre Brüder in diesem Krieg verloren. Wenn ihr sie rettet, ist Schluss mit diesem unbesonnenen Verhalten. Auf mich wird sie nicht hören. Aber ihr könntet sie davon überzeugen, ihr törichtes Verhalten abzulegen. Ich würde euch für diesen Gefallen belohnen. Ist aber wieder merkwürdig, dass Taran wieder dagegen war. Ne? Ich meine, es geht hier um das Leben einer Unschuldigen. Normalerweise müsste er ja dann mit der eine der Ersten sein, der dazu stimmt, der Rettungsmission zu starten. Ein Missionsziel nach dem anderen, Major. Ja, natürlich. Andras Signal kam aus dem Anwesen des Hauses Rist, nicht weit von hier. Dieser Schurke Ulgo hat meine Tochter anscheinend an die Rist-Attentäter ausgeliefert, um sie zu foltern. Da waren wir ja erst bei den Risten. Wir sollten handeln. Es gibt keinen Grund für weitere Verzögerungen. Bitte holt Andra aus den Klauen dieser abscheulichen Mörder. Viel Glück. Komischerweise hat er hier wieder Zustimmung gezeigt, unser guter Taran. Er ist so ein bisschen wie die Flagge im Wind. Hm? Wie es ihm gerade passt, habe ich das Gefühl. So, dann wollen wir mal. Gucken wir mal, wo das Ganze stattfinden soll. Ist tatsächlich hier irgendwo noch in der Nähe, ne? Werden wir wieder den einen oder anderen Hügel erklimmen müssen, um da hochzukommen. So. Gucken wir mal, wie weit uns unser All-Terrain Stuck Transporter wieder bringt. Ne? So, gucken wir mal, in welche Richtung wir tatsächlich müssen.
Also in dem Gebiet waren wir noch nicht. Das müssen wir jetzt erstmal aufdecken. Dementsprechend hoffe ich mal inständig, dass wir hier nicht allzu verkehrt laufen. Aber es sieht ganz gut aus. Scheint der richtige Weg zu sein. Wie bei den Mandalorianern, ne? Dies ist der Weg. So, sieht aber ganz gut aus. Ja. Scheint richtig zu sein. Wie gesagt, so eine Navigationshilfe wäre immer ganz vorteilhaft, finde ich. Das ist noch was, was nochmal mit eingebaut werden könnte ins Spiel tatsächlich. Das wäre tatsächlich nochmal etwas, was ich mir nochmal wünschen würde. So, hier kommen wir leider nicht ungesehen durch, wie ich das so sehe. Ne? Das heißt, müssen wir hier mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Bisschen Schaden können wir vertragen. Sind ja nicht aus Zucker. Ja. Auch wenn wir zuckersüß sind mit unserer Jedi-Dame. Ne? Oh. Wir sind nicht aus Zucker. So. Können wir nebenbei nämlich gleich noch die... die Bonusquest hier noch mit erledigen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, der zweite Silberne auch noch dazu gekommen ist. Jetzt ist Schluss damit. Wenn wir dezent mal nebenbei niedermachen hier. Immer das Gute, die normalen Mobs sind keine große Herausforderung dementsprechend. Können wir da dezent auch mal ignorieren, dass wir im AE-Effekt drin standen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Rettung im Haus Rist und die Dienerin. In der Lu Organa. Ist beides hier, wie es aussieht, ne? Wir haben immer gut, dass wir hier gerade drin sind. Können wir nämlich beide gleich zusammen machen. Das Gute ist, die zählen auch gleich mit. Also wir können schön gemütlich die Quest zusammen machen. Oder die Quests mehrzahlen. Sehr schön. Damit dürfen wir die Bonusquest schon mal haben. So, da müssen wir mal gucken, wo wir die guten Lu Organa finden, ne? Der müsste ja rein theoretisch hier irgendwo rumstehen. Lass uns tatsächlich mal umgucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da hinten irgendwo, ne? Ah ja. Lag ich mal wieder richtig mit meiner Vermutung. Schnell kurz den Prozess machen. Ja, sich freut einfach mal. Jedi, was bin ich froh. Ich dachte schon, sie wollten mich töten. Das Haus Teral hat euch geschickt, nicht wahr? Sie haben mich wegen eines Bündnisses zu sich bestellt. Ich war gerade unterwegs zu ihnen als... Ein Glück, dass ihr hier seid. Naja, eine Narbe hat er schon, ne? Wäre, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn sie nur ein paar mehr verpasst hätten. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Danke. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich verdanke euch mein Leben. Ich wollte mich gerade ins Haus Teral begeben und das Heiratsbündnis besprechen, als die Attentäter herbeistürmten und mich vom Tranta rissen. Hier bin ich dann aufgewacht. Wollten sie das Bündnis verhindern? Aber wer hätte daran Interesse? Ist ein bisschen offensichtlich eigentlich, ne?
Das Haus Ulgo hat am meisten zu verlieren, wenn Teral seine Macht zurückerlangt. Ja, aber das ist doch seltsam. Diese Leute haben Ulgo nie erwähnt. Als ich das Bewusstsein verlor, sprachen sie von Meisterin Sidoni. Aber wie könnte sie denn etwas damit zu tun haben? Sicher wollten sie ihr nur etwas in die Schuhe schieben. Angelegenheit der Jedi, ne? Wir verweigern mal sämtliche Aussagen dazu. Hoffen wir, dass es so geschieht. Bestimmt ist sie unschuldig. Meisterin Sidoni setzt sich für den Frieden... Ah! Tut mir leid, mein Kopf. Ich habe immer noch Schmerzen von dem Fall. Ich kann hier nicht weg, bis ich weiß, ob Meisterin Sidoni damit zu tun hatte. Die Entführer sind immer nach nebenan gegangen, um mit ihrem Boss Kontakt aufzunehmen. Bestimmt finden wir dort einen Kommunikator. Und dann sehen wir nach, wen sie angerufen haben. Um dir die Worten von Hahn zu sagen, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich meine, wir wissen alle, worauf das hinausläuft, ne? Wir wissen alle, wen wir da wahrscheinlich am Comlink erblicken werden. Wir wissen, glaube ich, alle schon, wen wir da zu Gesicht bekommen werden, auf dem Holo-Kommunikator. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das geradeaus? Ja, ist einfach nur geradeaus. Okay. Zeit für ein bisschen Training. So. Dass die Burschen das aber auch nie lernen, ne? Gut, dass die alle so freundlich sind und hier in meinen AE reinlaufen. Freundlich, freundlich, die Burschens. So, dann gucken wir mal. Ich sage mal voraus, wir wissen bereits, wer dahinter steckt. Ich sagte doch, ich kann nicht... Oh, Jedi. Ich freue mich, dass ihr helfen wollt. Und werde euch auch bei Meisterin Yuan lobend erwähnen. Aber ich bin gerade äußerst beschäftigt. Ich kann mir keine Unterbrechung leisten. Wie es vermutet haben, ne? Ihr habt die Attentäter angeheuert, die Lu Organa entführt haben. Warum? Ihr solltet euch hüten, solche haarsträubenden Anschuldigungen gegen eine Jedi-Meisterin zu erheben. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, Jedi. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Halt! Meisterin Sidoni! Ich verstehe das nicht. Wie kommt denn ihre Frequenz hierher? Ja, wir wollen mal nicht zu viel erzählen, ne? Bestimmt gibt es eine gute Erklärung dafür, aber ich muss zum Gipfeltreffen und das herausfinden. Ich hoffe, ihr habt recht, Jedi. Bitte, ich muss hier raus. Mein Kopf bringt mich um und ich sehe dauernd über meine Schulter, ob da nicht noch mehr Attentäter lauern. Ich kümmere mich darum, dass das Bündnis zwischen Organa und Teral geschlossen wird und dass ihr zum Gipfeltreffen gelangt. Ich möchte mal behaupten, dass der gute Trauma fürs Leben gekriegt hat, ne? Er wird für sein Leben jetzt ein Trauma haben, nehme ich mal an. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, da hinten. Und nein, ich bin nicht lost. Ich weiß genau, wo es lang geht. So, gucken wir mal. Wie es auch immer in den Filmen so ist, ne? Wenn irgendwer Fragen stellt, es handelt sich hier um eine interne Angelegenheit der Jedi. So. Wieder Raum für Spekulationen lassen. Noch die Allgemeinheit in Verunsicherung üben oder stehen lassen. Oh. Haben wir nochmal ein Wissensobjekt? Hätte ich doch beinahe übersehen. Sehr schön. Machen wir die andere Küste mich auch gleich noch. Ja, geht's ein bisschen runter, ne? Wollen wir unser Glück mal nicht überanstrengen und mal den Versuch nicht wagen, da runter zu springen, ohne zu sterben. Ich glaube, das wäre unserer Gesundheit nicht gerade zuträglich.
Wo bleibt er? Endboss in Star Wars, ne, der Fahrstuhl. Wahrscheinlich eine der häufigsten Todesursachen überhaupt im Spiel. So. Jetzt fehlt so ein bisschen Fahrstuhlmusik, ne? Könnte man rein theoretisch den Cantina-Song nochmal recyceln. Natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, an der werden wir nicht vorbeikommen, ne? Schuld, wenn man sich mit uns anlegt. An der sind wir nicht so wirklich vorbeigekommen. Beziehungsweise, ich habe es ja in dem Fall jetzt angegriffen, aber die stand ein bisschen dicht im Weg. Die hätten wir aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso gepult. So. Aber hier nehmen wir schon mal den ersten Gefangenen, den wir befreien können. Wenn ich das richtig sehe. Ah ja, doch, das ist eine Konsole daneben. Muss man staunen, ne? Die Burschen halten ganz schön was aus. Also nur mit dem AE-Cast kriegen wir die nicht auseinandergebombt hier. So, da haben wir nochmal eins. Nummer zwei haben wir hier drüben direkt. Sehr schön. Einfach mal so frei und lauf mal raus aus dem AE-Effekt. Hm. Machen wir mal eine etwas umfangreichere Rettungsmission. Hm. So, gucken wir mal. Der Rest dürfte wahrscheinlich weiter hinten sein. So. So, werden wir aber tatsächlich nur so viele umboxen, wie wir denn müssen. Er hat alles kostbare Zeit, die wir hier ein bisschen einsparen können. Ey, glaub ich das? Noch nicht durchgedrungen. Wie frech. Selbst schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Hm. Musst mal ein bisschen rabiater vorgehen gerade, ne? Da stehen wieder ein paar mehr rum. So. Loot kriegen wir ausnahmsweise mal keinen. So, dann war es bloß noch einer. So, mal gucken, wo wir hier noch einen finden. Hier steht anscheinend keiner mehr. Einen brauchen wir halt noch. So. Ich nehme mal an, da hinten wird noch einer sein. Ja. Gute alte Lichtschwert-Taktik. Ah, hier hinten ist noch einer. Schnappen wir uns mal die Gesellen hier hinten noch. Random Blau. Haben wir nochmal ein Begleitergeschenk gekriegt. So, wunderbar. Der Rest ist dann da hinten irgendwo, ne? Die läuft ein bisschen ungünstig für meinen Geschmack. Ah, doch, hat aber funktioniert. Hat aber funktioniert. So, ich würde mal sagen, die Uhr sagt 20 Minuten. Machen wir in der nächsten Folge mal weiter, kleiner Cliffhanger. Schauen wir mal, ob wir es erfolgreich noch schaffen, die junge Dame hier unversehrt zu befreien. Und im Anschluss seht ihr halt schon oben, wir müssen zurück zum Hause Teral. Ne? Dann dürfen wir uns langsam aber sicher dem großen Finale hier auf Alderaan nähern. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Ich freue mich auch nach wie vor über jeden, der den Weg in unsere kleine Community findet in Form eines Abos. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, sehen wir uns im nächsten Video. Dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.